In Zeiten von EHEC, Schweinepest und Rinderwahn machen wir uns alle Gedanken um unsere Ernährung und gucken, wie wir möglichst gesund essen können. Aber da muss jeder seinen Weg finden. Manche kaufen nur noch im Bioladen, manche verzichten komplett auf Fleisch. Einige lehnen auch Milch und Eier ab. Und dann gibt es noch die, die noch einen Schritt weiter gehen. Sie lehnen es sogar ab zu kochen. Das sind sogenannte Urkostler. Für andere ist es ein fieses Unkraut. Sie ist jeden Tag davon. Brigitte Rondholz ernährt sich von Urkost und dazu gehört Brennnessel genauso wie Giersch und alle anderen Wildkräuter, die sie finden kann. Ich glaube, da gibt es eine Menge Vorurteile. Die Leute denken, sie bekommt doch kein Eiweiß, keine Proteine. So kann man nicht leben. Zu jeder Jahreszeit hat sie ihre Orte, an denen sie sich versorgt. Verlassene Gärten wie diese am Rande von Quickborn zum Beispiel. Wildkräuter und wilde Früchte zu essen, vor 20 Jahren wäre sie nicht auf diese Idee gekommen. Vor der Urmethodik war ich eigentlich immer auf der Suche nach der richtigen Ernährung. Ich habe verschiedene Zipperlein gehabt, wo das eben nicht so rund lief in meinem Leben. Erkältungen und solche Dinge und schwierige Geburten. Und bin dann ins Grübeln gekommen. Was muss ich ändern? Und sie hat nicht nur ihre Ernährung völlig umgestellt. Zu Hause im Garten macht die 60-Jährige täglich Sport und stemmt unter anderem 10 Kilo Hanteln, 15 Wiederholungen. Den Großteil ihres Sportprogramms macht sie aber im Wald, wenn das Wetter es zulässt. Sport nach der Urmethodik heißt, eine Stunde Jogging und eine Stunde lang Gymnastik machen. Von jeder Übung macht sie 100 Wiederholungen. Wenn ich weniger machen würde, würde ich kaum was bemerken. Also es muss ja auch ein bisschen was bringen. Ja, gerade so in meinem Alter, da möchte ich doch, dass sich auch etwas zeigt an Muskulatur. Nach dem Sport trinkt sie. Dafür hat sie sich eine Kokosnuss mitgebracht. Einfach göttlich. Das beste Wasser, was es gibt auf diesem Planeten, das Kokoswasser. Mehr trinkt sie nicht. Nicht zwischendurch, nicht zum Mittagessen. Brigitte Rondholz sagt, dass alles, was sie isst, genügend Flüssigkeit hat. Sie kocht seit 20 Jahren nicht mehr, sie isst keine tierischen Produkte. Stattdessen isst sie Maronen, naturbelassene Oliven mit ungesättigten Fettsäuren und Proteinen, Gemüse und Wildpflanzen voller Vitamine und Mineralien, alles roh und ohne Salz. Hier sogar noch ein bisschen Beifuß, ja. Das sind wirklich Genüsse oder Geschmacksexplosionen im Mund, ja. Wirklich voller Mineralsalze, die so gut schmecken. Nein, das ist kein Verzicht. Und wenn sie Lust auf Süßigkeiten hat, isst sie Obst. Die Urkost half ihr vor 20 Jahren, ihr Leben völlig umzukrempeln. Mittlerweile lebt sie sogar davon. Brigitte Rondholz verdient Geld, indem sie über Urkost schreibt. Sie gibt Tipps. Täglich bekommt sie im Schnitt 10 Anfragen von Menschen, die ihr Leben ändern wollen. Und sie gibt Seminare. Das kann jeder. Und ich fühle mich jetzt mit 60 fitter als mit 30. Und das ist doch etwas, das möchte ich gerne teilen mit anderen. Denn sie hat, so sagt sie, durch die Urkost ihr Lebensglück gefunden.